die Beamtenfachhochschule in Herrsching. Hier werden künftige Finanzbeamte ausgebildet. Seit vielen Jahren arbeitet Josef Enzesberger in der Bibliothek. Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich finde das Buch nicht. Betriebsveräußerung, Gesellschafterwechsel und Betriebsaufgaben. Ja, unter besonderer Berücksichtigung der freiberuflichen Praxis von Schulze zur Wische. Ja. Das ist ganz oben. Warten Sie, jetzt sag es Ihnen. Kommen Sie mit. Wir können ja lang suchen. Ich hab unter S geschaut, ja, wie Schulze. Steht aber bei D wie Wische. Sie ganz oben. Hinten kommen Sie. So. Da haben wir's. Super, danke. Was ist denn? Ist einer schlecht? Kann ich einer helfen? Moment, ich hole jemanden. Wo ist denn der Telefon? Ich habe ihm meine Anteile am Verlag verkauft. Und warum erfahre ich das erst jetzt? An mich hättest du verkaufen müssen, an mich. Wir beide stehen doch für die gleiche Sache. Er hat ein klares Konzept. Alles, wofür wir gekämpft haben. Das neue Ressort steht in Frage. Wofür du gekämpft hast. Du wolltest dich unbedingt vergrößern, nicht ich. Er hat es jetzt in der Hand, mich zu vernichten. Du übertreibst wieder maßlos. Das tue ich nicht. Sag mal, merkst du nicht, wie er dich manipuliert? Ihr beide kotzt mich an. Verlass jetzt bitte mein Büro. Gut. Aber wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, werde ich nicht zurückkommen. Und wie soll er dann heißen, der Bub? Lukas. Ja, Moment. Lukas Travis. Na, nur Lukas. Nur Travis Montgomery. Pickel. Zu Pickel passt so gut wie gar nichts, das weiß ich selber. Wenn ich mein Mädchennamen behalten hätte, Gabler, dann darf das schon anders klingen, oder? Sie, ich wollte das jetzt vielleicht nicht kommentieren. Franziska, wir waren uns doch einig. Du warst da einig. Vorhin draußen im Auto. Sag ich zu ihr, also, Lukas hat sie geknickt. Aber nicht als Zustimmung. Sondern, als das werden wir dann schon singen, oder wie? Also, Travis. Montgomery. Ja, schon sehr englisch. Lukas ist polnisch. Der Podolski ist im Wesentlichen in Deutschland aufgewachsen. Ist aber ein Pole. Warum hat er denn gegen die Polen nicht getroffen, hä? Also, Lukas ist schon deutsch, auch europäisch, also auch biblisch. Habt ihr vorher telefoniert miteinander? Ja, ihr Mo hat angerufen und hat sich angemeldet für heute. Und hat gesagt, dass der Bub Lukas heißen soll, oder? Frau Pickel, als Standesbeamter bin ich grundsätzlich unparteiisch. Ja, aber Sie beide sollten sich jetzt langsam aber sicher mal einigen. Wir waren uns ja einig. Bis vorhin draußen im Auto. Eigentlich bis da erinnert. Eigentlich. Genau genommen, bis vor einer halben Minuten. Sagen Sie mir, wo ist Ihr Sohn eigentlich? Ich meine, das Kind ist doch erst 12 Tage alt. Geht Sie das irgendwas an? Entschuldigung. Grüß Gott, dass ich diese Amtshandlung kurz stören muss. Aber wir haben in einer anderen Sache, die auch das Standesamt betrifft, Alarmstufe 1 quasi. Kaiser, Bürgermeister. Pickel Franziska. Ah, dann sind Sie die Mutter von Montgomery. Travis Montgomery. Sie, wenn Sie jetzt nicht aufpassen, dann wäre ich das nächste Mal nimmer, gell? Ja, ich möchte mich ja nicht einmischen, aber... Ja, dann tu's auch nicht. Was ist Alarmstufe 1? Rat einmal, wer heirat. Wer eine Frau hat und heirat, das der ratst du nie. Du, sag's mir einfach. Der Hartinger Schorschi hat ja nicht gefunden und die wollen ja sogar heiraten. Und das ziehen wir jetzt dann durch. Mir? Ja, du halt. In einer halben Stunde ist er da. Wir wollen ihn sehen, dass er heißt. Lukas. Oh. So, wir gehen jetzt zum Hummelwirt, essen Weißwurst, treffen eine Entscheidung und dann kommen wir wieder. Nein, Sie bleiben jetzt schön brav da. Diesen Vorgang bringen wir jetzt auf den Punkt. Und wenn Sie sich auf einen Notnamen übergangsweise einigen, bis Sie sich einig sind, dann kann der Hermann die Papiere fertig machen und wenn Sie dann den richtigen Namen haben, kämen Sie dann einfach wieder wegen einer Namensänderung. Hm? Ja, wissen Sie, unser Bürgermeister ist in kreativer Bürokratie nicht zu bremsen. Was ist denn hier los? Mein Name ist Wolfgang Schwanger.
ganz was Neues. Wer ist das denn diesmal? Na, Felix. Klar, wer auch sonst? Hör auf, dich zu verarschen. Verarsch dich nicht. Würde ich niemals machen. Das ist so peinlich. Erzähl. Das ist mir so unangenehm. Und jetzt rate mal, zu wem das Kind gehört. Sein Kind? Er hat ein Kind? Ja, offensichtlich. Oh. Hier los. Joe hat man heute versucht, ein Kind unterzuschieben. Oh, kenn ich. Trauma. Schon gut, schon gut. Geh und mach mich fertig. Sag schon. Warum bist du wirklich da? Wieso? Der bin nicht einfach mal auf Besuch gekommen. Einfach mal auf Besuch. Aha. Vorher schaust du keine 6 Jahre vorbei, weil es in der Stadt ja auch so schön ist und auf einmal dass du auf Besuch gekommen. Jetzt red nicht so. Für Blatt brauchst du mich für einen Nebenverkäufer. Ich merke doch, dass was nicht stimmt. Hast ja recht. Also, was ist? Ich konnte das nicht einfach so verzeihen. Bin neben mir, wem dann? Jetzt red schon! Ich bin schwanger. Das habe ich mir schon gedacht. Wieso hast du das gedacht? So eine Hübsche wie du findet keinen in der Stadt. Das kannst du sonst wem verzeihen, aber neben mir. Hey. Ist ja wahr auch. Inzwischen sind wir keine kleinen Kinder mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Das kriegen wir schon. Wofür hast du denn einen alten Freund? Also ich kann so Mannsweiber wie dich schon mal nicht ausstehen. Und ich stehe nicht auf Männer, die versuchen, ihre mangelnde Intelligenz durch übertriebenen Chauvinismus zu verbergen. Sagt ja gerade die Richtige. Du produzierst doch sicher mehr Testosteron als alle Männer hier im Raum zusammen, hä? Oh, oh, oh! Siehst du? Genau das meine ich. Eigentlich sollte man es mit euch Männern machen wie mit Hengsten. Wallache für ein einfach ein glücklicheres Leben. War mir schon klar, dass du mich als wilden Hengst siehst. Aber wenn du eine Stute wärst, würde ich dich ganz bestimmt nicht besteigen. Das war ihr Lieblingsstrand. Sie soll hier beigesetzt werden.